Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Europa-Premiere von Bad Boys Ride or Die. Hier bei schönstem Frühlingswetter vor dem Zoopalast in Berlin. Das Ganze wird live gestreamt bei Schlorox. Den grüße ich hier an dieser Stelle ganz herzlich und die schönen Hartmuts. Alles Liebe an dieser Stelle. Und wenn ihr live im Stream auf Twitch dabei seid, habt ihr die Gelegenheit, heute im Laufe des Abends, also im Laufe dieser Premiere auf unserem mintfarbenen Teppich, Fragen zu stellen an unsere Stars, die heute hierher gekommen sind aus den USA und ihren Film feiern werden. Vielleicht für all die Fans, die mittlerweile schon seit einigen Stunden hier am Teppich vor dem Zoopalast ausharren, um die Stars zu Gesicht zu bekommen. Ich habe ein paar Leckerbissen für euch. Nummer 1 gibt es vor dem offiziellen Kinostart kommenden Mittwoch, den 5. Juni, heute schon die Gelegenheit für euch, den Film im Kino zu sehen. Wer hätte denn Bock auf Freikarten? Gut, das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge. So sehen die aus. Bad Boys Ride or Die. Mit einem kleinen Armband, das euch die Möglichkeit gibt, reinzugehen und in Anwesenheit der Stars sich den Film anzuschauen. Aber nicht nur das. Vor allen Dingen sind wir in diesem Jahr natürlich nicht nur Gastgeber der Europapremiere Bad Boys Ride or Die, sondern auch Gastgeberland für die Fußball-Europameisterschaft. Und wir haben jetzt beides miteinander kombiniert und haben großartige Trikots beflockt mit Bad Boys 4 hinten drauf in jeglicher farblicher Variante. Und wir haben davon nur ganz wenige, das ist hochexklusiv. Und wenn ihr Bock habt, ein solches Ticket zu ergattern, dann muss ich euch jetzt an dieser Stelle schon einmal ganz doll motivieren. Wenn unsere Stars nachher hier ankommen, das ist in ungefähr einer Viertelstunde, 20 Minuten der Fall. Die fahren hier vorne vor, werden dann auf diesen Teppich gehen. Wir haben da noch eine großartige Überraschung für euch vorbereitet. Und ich wünsche mir sehr, genauso wie alle anderen, die beteiligt sind an diesem Film, dass ihr für richtig Stimmung sorgt. Bedeutet, ihr schreit, ihr klatscht und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gemeinschaftlich den Bad Boys Song singen. Und wenn ihr das gut macht, und ich höre und sehe alles, das verspreche ich euch, dann gebe ich denjenigen unter euch die Tickets, die am lautesten und am leidenschaftlichsten für Stimmung gesorgt haben. Vielleicht testen wir das einmal ganz kurz. Genau, momentan macht ihr alle noch so durcheinander. Lasst uns einmal ganz kurz, warte mal, liebe Fans, ich weiß, ihr seid schon relativ lange in der Sonne, dehydriert, motiviert, mit Leidenschaft dabei. Wollen wir einmal gemeinsam versuchen, Bad Boys zu singen? Gut. Ich zähle bis 3, dann fangt ihr an zu singen. Vor allen Dingen hier vorne, aber ihr könnt mich da hinten ja auch auf der Leinwand sehen. Also auf 3 singen alle Fans hier am mintfarbenen Teppich der Europapremiere von Bad Boys Ride or Die. Bad Boys. 1, 2, 3. Okay, also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Textsicher seid ihr, könnt ihr den Refrain auf jeden Fall. Aber ein kleines bisschen lauter geht das. Vor allen Dingen auch die Herrschaften, die Damen und Herren und Fans, die jetzt vor der Leinwand da hinten all das beobachten, was wir hier machen. Singt doch bitte mal mit. Ich würde gerne, dass der ganze Fanblock hier am Teppich lauthals mitsingt. Also nochmal bis 3 zählen. 1, 2, 3, los geht's. Nicht schlecht. Also erstmal großen Applaus an euch. Toll, dass ihr das mitgemacht habt. Also weiter für Stimmung sorgen. Gleich kommen sie. Will Smith ist heute hier. Martin Lawrence kommt. Und natürlich Adil und Bilal, die beiden Regisseure, die ja schon den dritten Teil verantwortet haben. Der erfolgreichste an der Box Office aller 4 Teile bisher. Natürlich zählt der 4. noch nicht dazu, weil der ist noch gar nicht im Kino. Der kommt jetzt aber am 5. Juni nächste Woche Mittwoch. Und ich warte natürlich auf ein paar Interviewgäste hier, aber ich gehe mal ganz kurz mit meinem großartigen Kamerafreund Andi hier einmal zu unserer Überraschungsplattform. Ihr kennt ja sicherlich die Premieren, die hier stattfinden am Zoopalast.
eigentlich ist der Bereich immer abgegrenzt. Wir haben jetzt die Treppe hier mit integriert und zwar aus einem einfachen Grund. Nachher werden Will Smith und Martin Lawrence gemeinsam mit den beiden Regisseuren hier auf der Treppe stehen und auf diesen roten Button drücken und dann gibt es eine großartige Überraschung. Wir wollen natürlich die Europapremiere dieses Films richtig einläuten mit ganz viel Power, mit ganz viel Engagement, mit ganz viel Freude und natürlich auch für euch etwas Besonderes machen. Und damit ihr ein bisschen in Stimmung kommt, zeigen wir euch jetzt einmal einen kleinen Ausschnitt, also einen sogenannten Trailer von Bad Boys Ride or Die, damit ihr wisst, was euch ab heute Abend oder nächsten Woche Mittwoch erwartet im Kino. Viel Spaß. In 5, 4, 3. Michael! Komm schon, Mike, verlangsamer. Wir sind spät dran. Mir schlecht, Mike. Ich brauche ein Ginger Ale. Hol dir ein Ginger Ale, nichts anderes. Sind die Hotdogs frisch? Hab ich gestern draufgelegt. Ich nehme einen. Packen Sie ein paar Gurken auf das Mistding. Mach die Kasse auf. Bleib da stehen! Sind das Skittles, Marcus? Das sind nicht meine, Mike. Doch, sind es. Halt die Fresse! Marcus, in den Wagen. Da ist eine Knarre vor meinem Gesicht. Willst du dich mit ihm anlegen oder mit mir? Entschuldigung, Sir. Aber ich muss leider los. Ah! Rufen Sie die Polizei. Sind Sie nicht die Polizei? Hey, Reggie, hast du meine Snacks gegessen? Nein, Sir. Du hast meine Snacks gegessen, oder? Such dir endlich einen Job. Ich bin ein US Marine, Sir. Dann solltest du endlich mal ausrücken. Dad, sieh mal. Berichten zufolge hat der verstorbene Captain Conrad Howard vom Miami PD jahrelang mit Drogenkartellen zusammengearbeitet. Captain Howard wurde was angehängt. Los geht's. Was zum Teufel? Er schreibt uns von der anderen Seite. Tut er nicht, Marcus. Wenn ihr das seht, bin ich vermutlich tot. Scheiße! Mist! Verdammter Mist! Ich weiß nicht, wer daran beteiligt ist, aber vertraut niemandem. Ihr seid meine Bad Boys. Wascht meinen Namen rein. Ihr solltet vorsichtig sein. Ihr werdet verarscht, Detectives. Wir haben zwei Verdächtige, Laurie und Burnett. Sie sind bewaffnet und gefährlich. In 5, 4, 3. Verdammt! Wischwasser ist brennbar! Ich bin kein verdammter Wissenschaftler! Ihr seid echt ein paar beschissene Flüchtige. Ich brauch was Fieses, Mike. Bad Boy! Oh! Ah! Ich hab das im Griff! Hast du eben nicht? Hey, Mike, wir sind Seelenverwandte. Nein, ich stelle mir meinen Seelenverwandten anders vor als das. Du siehst nur das Äußerliche. Seelen haben keine Schwänze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Seele einen Schwanz hat. Also ihr habt es gerade gesehen, mehr von dem Besten, was die beiden zu bieten haben. Bad Boys Ride or Die reiht sich ein, selbstverständlicherweise in die großartigen bisherigen Bad Boys Filme. Und neben mir steht Nova. Und Nova, wir haben ein gemeinsames buntes Geheimnis zu teilen. Denn 1999 haben wir Will Smith zum ersten Mal getroffen. Ja, ich weiß es noch ganz genau. Im Hyatt Hotel in Hamburg. Ich habe es für Bravo TV gemacht, du für DAF. Wild Wild West war der Film. Jetzt nicht der beste seiner Karriere, aber es war sehr lustig. Ich erinnere mich, du warst im Cowboy-Outfit und er hat dir Laufen beigebracht. Und mir hat er die ganze Zeit erzählt, dass er gerade schwimmen gelernt hat, weil sein Sohn Trey schwimmen gelernt hat. Und dann dachte er, gesagt, das haben wir zusammen gemacht. Also das ist so sitzen geblieben, weil der einfach so unfassbar charmant und nett war. Der ist echt großartig und vor allen Dingen das Witzige ist, du hast es gerade gesagt, er hat Wild Wild West gemacht, hatte aber eigentlich Matrix angeboten bekommen und hat die Rolle des Neo dann an Keanu Reeves weitergegeben und dafür Wild Wild West mit Kenneth Branagh gemacht. Auch das darf man zwischendurch. Aber du hast es eben gerade angesprochen, dieser Mann ist seit Jahrzehnten im Showbusiness unterwegs und immer noch ein großartiger Entertainer. Bad Boys geht in die vierte Runde. Man muss sich mal überlegen, der erste Film war 1995. Was magst du an den Bad Boys Filmen? Ach, ich finde einfach, die haben so ihre ganz eigene Coolness. Also, es ist einfach Entertainment pur. Du setzt dich rein und du weißt, du wirst gut unterhalten. Du kannst viel lachen, es gibt aber auch knalle Action.
ist einfach rund. Also es ist einfach ein guter Kinoabend und das passt. Also ich liebe Kino, das weißt du ja. Und wenn ich weiß, ich gehe in einen Film und werde einfach gut unterhalten und die Jungs sind auch noch, ich meine, die sind einfach Charaktere, die sind Kult, die zwei. Und Will Smith, der kann eh nichts falsch machen bei mir. Also selbst Wild Wild West, er kann nichts falsch machen bei mir. Und die beiden im Duo sind doch, also die sind doch unschlagbar. Ja, du sprichst es gerade an. Ich glaube, das Spannende an Martin und vor allen Dingen auch Will ist, und das sagen ja auch Adil und Bilal, die beiden Regisseure, die kannst du einfach laufen lassen. Du setzt dich einfach hin in deinen Regiestuhl und denkst so, okay, ich muss denen gar nicht Anweisungen geben, sondern ich muss sie irgendwann stoppen. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie viel die zwei am Set improvisieren. Ich kann mir vorstellen, dass der Regisseur oft da sitzt und denkt, okay, das war nicht im Skript, aber es ist geil. Was brauchst du heute Abend, damit der Film dir genauso gut gefällt wie die ersten drei? Naja, eigentlich das bewährte Duo und so einen Eimer Popcorn. Wunderbar. Guten Appetit, Nova, vielen Dank und einen schönen Abend. Viel Spaß. Und wir machen direkt weiter mit der schnellsten, attraktivsten und tollsten Frau, die Deutschland zu bieten hat. Schön, dass du da bist. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du hierher kommst. Oder war das ein Herzenswunsch, bei Bad Boys Ride or Die dabei zu sein? Bist du hier gelaufen? Doofe Frage, aber. Das noch nicht, aber ich durfte gerade Will Smith persönlich treffen. Und es war natürlich eine Riesenehre, auch mit dabei zu sein und ihn mal kurz kennenzulernen. Und ich muss sagen, er ist ein super beeindruckender Mann. Ich bin ein großer Fan, von dem her freue ich mich auch sehr auf den Film gleich. Aber das ist ja witzig. Also er ist ja auch auf Social Media extrem unterwegs. Er kennt sich da ja bestens aus. Du hast ja auch eine riesen treue, leidenschaftliche Followerschaft. Ist das dadurch zustande gekommen? Also wusste er auch, was du machst? Das glaube ich nicht. Also ich habe ihm gesagt, dass ich Leichtathletik mache und hatte auch mein Nationalmannschaftstrikot dabei, das er unterschrieben hat. Das bedeutet mir natürlich auch wahnsinnig viel. Das ist, glaube ich, auch eine super Erinnerung, einfach, die ich jetzt haben werde. Und das hat sich ganz spontan gestern Abend ergeben und da konnte ich natürlich nicht nein sagen. Das darf man auch nicht. Das Tolle ist, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir durften zusammen mal eine großartige Leichtathletik, Veranstaltung moderieren. Und da hast du erzählt, dass du wirklich im Training auch komplett an deine Grenzen gehst. Also wirklich an deine Grenzen und weit drüber, um einfach auch im Modus zu bleiben und wettkampffähig zu sein. Wie ist denn der Status jetzt gerade? Also bist du gerade voll im Training? Also ist das jetzt sozusagen eine willkommene Abwechslung zu dem, was du normalerweise siehst? Ja, wir sind gerade tatsächlich in der totalen Vorbereitung für die Europameisterschaft und es folgen ja auch noch die Olympischen Spiele. Von dem her sind wir gerade vollkommen in der Wettkampfvorbereitung und das Training ist ein bisschen runtergefahren, das ist ganz schön. Deswegen habe ich heute Abend auch Zeit und kann hier sein. Ich bin aber auch, muss ich sagen, ich habe wirklich 20 Minuten Zeit gehabt. Ich musste so rushen, dass ich es noch pünktlich schaffe, weil es vom Training ein bisschen knapper war, aber ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Darf ich dir mal eine doofe Frage stellen? Popcorn ist ja ein essentiell wichtiger Bestandteil auch für Kinofilme. Darfst du da heute Abend zugreifen oder ist das, oder darfst du das gar nicht öffentlich sagen? Doch. Und ich werde auf jeden Fall auch Popcorn essen, weil ich finde, das gehört zu einem Kinobesuch einfach dazu. Und ich glaube, solange es im Maßen ist, dann ist das auch alles voll in Ordnung. Kommen wir mal zu Bad Boys. Das ist der vierte Film, 1995, ich glaube 2003, 2020, jetzt 2024. Die beiden sind wirklich beeindruckend. Du hast es eben gerade gesagt, Will Smith ist ein großer Entertainer, ein total freundlicher, großartiger Mensch, der viel Spaß hat mit dem, was er macht. Gibt es Filme, vor allen Dingen von Will Smith, die du dir sehr, sehr gerne anguckst? Und wenn ja, welche sind das? Deine Favorites? Ja, ich muss sagen, ich glaube, mein absoluter Favorite-Film ist Focus. Den finde ich Hammer. Und was ich letztens erst gesehen habe, war King Richard, die Geschichte mit Serena Williams. Von dem er natürlich als Sportlerin war, das natürlich genau meins. Hat er auch wahnsinnig gut gespielt. Also ich finde eigentlich, egal welche Rolle er macht, das ist immer wahnsinnig überzeugend. Und von dem her bin ich ein großer Fan. Wunderbar. Dann bist du heute Abend bestimmt noch ein größerer Fan nach dem Film. Ich drücke dir die Daumen für all das, was da sportlich kommt. Und vor allen Dingen genieß den Abend. Schön, dass du da bist. Tschüss. Wow. Ach, großartig. Alle kommen sie her. Und jetzt kommt der Samuel. Moin. Hallöchen. Ich sag erstmal Hallo zu deiner Frau. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Samuel, mein Lieber. So. Kommt in mein, bleib hier direkt in der Mitte. So, willst du ProSieben im Hintergrund haben? So, wir reden jetzt mal ganz kurz über Bad Boys, Ride or Die. Ich habe es eben kurz angesprochen, das ist eine Zeitspanne mittlerweile von fast 30 Jahren, die beiden gemeinsam Fälle vor allen Dingen in Florida und Miami aufklären und sich gegenseitig auch necken und foppen die ganze Zeit. Was magst du an dem Duo am allerliebsten? Ach du meine Güte, weil ich damit auch so viel Nostalgie, muss ich ehrlich sagen, verbinde. Wenn du jetzt 30 Jahre sagst, dann fühle ich mich unfassbar alt, aber ich habe tatsächlich mit meinen Bad Boys, mit meinen Jungs damals den ersten Teil gesehen und jetzt die Mucke wieder zu hören und die zwei Bratzen wieder zu sehen, die irgendwie nicht älter geworden sind, finde ich unverschämt. Da habe ich halt richtig Bock.
und jetzt meine Frau in diese Welt einzuführen, die sonst nicht mit mir in Actionfilme geht, ist für mich ein kleiner innerer Triumph. Aber ist das denn jetzt dein erster Bad Boys Film oder musstest du im Vorwege mit Samuel als Vorbereitung schon alle anderen drei gucken? Ich habe recherchiert, ganz alleine für mich, und ich freue mich mega auf diese Hubschrauber-Szenen, die man im Trailer schon gesehen hat, weil ich habe so ein kleines Faible für Hubschrauber. Du hast ein kleines Faible für Hubschrauber? Was heißt das? Du guckst dir Hubschrauber gerne an oder fliegst selber welche oder sitzt gerne in einem Hubschrauber? Ich habe mir neulich Informationen geholt für eine Hubschrauber-Pilotenausbildung. Ich habe Bock. Wow. Ich glaube, das wird nichts. Habt ihr das schon mal miteinander diskutiert? Ist das jetzt gerade zum ersten Mal erst öffentlich geworden? Nee, ich habe ihr die ersten Hubschrauberflügel geschenkt und dann habe ich sie da auch näher gebracht mit Piloten und jetzt habe ich den Salat. Ja, ich saß auch mal in Libelle, heißt die, glaube ich, ne? Mit dieser Rundscheibe vorne, wo du dann ganz genau in so einem Bindfaden sehen musst, von wo die Winde herkommen. Damit dieser Film heute Abend auch ein richtiger Bad Boys, sag mal, Fanliebling auch für dich wird, was wünschst du dir? Das ist ja eine schöne Frage. Na, dass es meiner Frau auch gefällt und dass sie so ein bisschen addicted ist und in Zukunft mehr mit mir in Bad Boys Filme geht. Und ich wünsche mir, ja, wir haben gesagt, wir sehen es jetzt einfach so als Date Night, dass jetzt du plötzlich hier bist und so eine Kamera hier ist. So ein lustiger Nebeneffekt. Aber wir machen uns schick und freuen uns drauf und genießen es gleich richtig. Ich wünsche mir, na, dass es so ein Ende hat mit Cliffhanger, dass es danach noch weitergeht. Sehr schön, vielleicht gibt es den ja. Mehr darf ich nicht verraten. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß im Bad Boys Fieber. Vor allen Dingen an deine Frau. Bis bald. Tschüss. Wir machen weiter mit Chris. Moin. Mit Sonnenbrille, weil das Miami-Feeling natürlich auch hier am mintfarbenen Teppich aufkommen soll. Chris, du als Filmfan und Filmfreak. Hast bestimmt alle Bad Boys Filme gesehen, außer den jetzt, der kommt ja erst heute Abend, beziehungsweise nächste Woche in die Kinos. Welcher von den ersten dreien gefällt dir am besten und warum? Ich mochte den zweiten tatsächlich sehr gerne. Wirklich? Ja, weil der hatte so eine, also ich bin ja noch nicht so alt, dass da war ich noch sehr jung, als der rauskam. Und das habe ich dann immer so auf ProSieben dann irgendwie gesehen und dann war ich irgendwie davon ein bisschen begeistert von dem zweiten Teil. Das war so der erste Berührungspunkt bei mir tatsächlich. Aber das heißt, du hast den zweiten zuerst gesehen und dann den ersten, dann den dritten. Ja. Also der Spannende ist ja, der zweite ampt ja, wie man so schön sagt, die Action richtig nach oben. Ne? Also das geht ja dann am Ende, sag ich mal, das Schlussdrittel spielt ja auf Kuba. Der zweite, komischerweise fand ich den fast zu viel. Mir hat der erste sehr gut gefallen, weil man da die Figuren zum allerersten Mal kennengelernt hat. Was zeichnet denn Bad Boys Filme aus? Weil es gibt ja relativ viele Cop-Duos, wenn man sich das mal so anguckt, filmhistorisch. Es gibt ja natürlich auch die Lethal Weapon Filme. Was macht diesen so besonders? Ganz ehrlich, ich finde diese Kombi zwischen Martin Lawrence und Will Smith sehr gut, also dieses Humor-Level. Aber was ich auch total feiere, und das habe ich jetzt so beim dritten Teil mitgekriegt, der Soundtrack ist immer total geil. Jetzt auch hier wieder Titelsong Black Eyed Peas mit Tonight, dann letztes Mal Ritmo. Ich mag das voll. Ich mag diese Kombination aus diesen Latin-Rhythmen und dann so diesen Hip-Hop-Beats und das passt zu 10. Es hat auch so einen Miami-Vice-Style. Ich finde das irgendwie eine ganz schöne Kombination. Ich mag das voll gerne. Ja, aber ich glaube, da hast du gerade auch was ganz Tolles gesagt, weil Adil und Bilal, die beiden Regisseure, haben gesagt, nicht nur, dass wir zwei Stars haben, sondern wir haben eigentlich drei Stars, weil Miami eine ganz zentrale Rolle spielt. Warst du schon mal in Miami? Also dieses, sag mal, die Art und Weise, wie das hier alles ausgeleuchtet ist und auch mit dem Teppich, ist das etwas, wo du sagst, wow, das erinnert mich auch total dran? Ja, da bin ich total. Also artig. Ich würde total gern hin. Ich, ja, mach das! Ja, wirklich. Also, hätte ich das gewusst, dass es heute so aussieht, hätte ich mir so ein richtig schön weißes Sakko angezogen. Ich dachte mir so, ja geil, Action und so, ziehst du ja so ein bisschen sowas an. Aber da habe ich schon Bock drauf, ne? Miami wäre schon, also muss ich mal machen. Wunderbar, dann mach das. Chris, jetzt erstmal Miami auf der großen Leinwand und dann Miami im Flugzeug irgendwann im Urlaub. Viel Spaß, danke dir. Schön, dass du da bist. Gut. Wir haben es jetzt ein bisschen gehört. Na, ihr seid ein bisschen ruhig hier gerade. Ich weiß, ihr spart eure Kräfte, bis die Stars da sind, aber ihr könnt trotzdem ein bisschen Stimmung machen zwischendurch. Zum Beispiel bei Tina. Hallöchen. Tina, schön, guck mal, das gefällt mir. Schönes, farbliches Outfit, passt perfekt zu unserem Mintfarben. Würdest du sagen, das ist Mintfarben oder eher Türkis? Für mich ist das Türkis. Türkis, ja, okay, ich habe gesagt aber Mintfarben. Ich mag beides. Ich mag auch beides. Tina. Bad Boys, du bist ja auch, sag ich mal, sehr selektiv, glaube ich, in den Filmen, die du dir anguckst, in die Premieren, die du besuchst. Warum heute Abend Bad Boys? Liegt es an dem Film oder liegt es vielleicht an unseren Stargästen? Es liegt an dem Film insofern, dass meine Söhne, ich habe ja zwei Söhne, totale Fans sind von der Bad Boys Trilogie dann. Und ich stehe total auf Will Smith. Ich finde den klasse als Schauspieler. Die Filme machen mir extrem Spaß. Und die Chance, ihn hier zu sehen, ist natürlich mega.
Aber das ist ganz interessant, dass du das gerade sagst. Will Smith, ich glaube, dass man ihn immer so ein bisschen in diese Comedy-Ecke steckt. Ne? Also ich sage jetzt mal Fresh Prince von Bel-Air, dann gibt es natürlich solche Sachen wie Hitch. Aber welcher Film aus seiner Karriere hat dir denn bisher am besten gefallen? Also wenn es nicht um Comedy geht, finde ich I Am Legend sensationell. Wow, soll einen zweiten Teil jetzt geben? Also zumindest plant er das mit seiner Produktionsfirma Westbrook, habe ich gelesen und gehört, dass es das Gerücht gibt. Wäre natürlich spannend. Ich weiß zwar nicht, wie das weitergehen soll, aber wir wollen ja auch nicht spoilern, falls die Leute ihn nicht gesehen haben. Aber I Am Legend, großartiger Film. Und Comedy? Comedy definitiv die Reihe von Man in Black. Ist mega. Ja, finde ich auch. Heute Abend. Und ich glaube, ich habe zu Hause so ein Blitzdings. Ich gehe ständig in Räume rein und habe vergessen, was ist. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, da ist so ein Blitzdings irgendwo. Ja, aber das kenne ich auch, ne? Dass du sagst, irgendwie, ich habe doch den Schlüssel eingesteckt. Wo ist eigentlich mein Handy? Das habe ich doch da geblitzdings. Siehst du, das ist es nämlich. Irgendjemand blitzdingst uns da mal. Ja. Gut, also deine Söhne haben dich sozusagen an Bad Boys rangebracht. Heute, hast du die anderen Teile gesehen oder gehst du heute sozusagen rein und willst dich für dieses Franchise begeistern? Ich gehe heute rein und lass mich begeistern. Wunderbar. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. Also, viel Spaß, einen schönen Abend, liebe Grüße an die Söhne. Tschüss, tschüss. So, ach, guck mal. Da kommt der Mann, der die schönste Stimme auf dem Planeten hat und der zweite Mann. Jan und Dietmar, schön, dass ihr da seid. Kommt mal hier ein bisschen weiter, wir gehen mal hier zur Treppe, dass wir euch mal so ein bisschen präsenter haben. So, jetzt müsst ihr mal kurz was ins Mikrofon sagen, damit die Leute auch verstehen, wen ich hier habe. Mike, ich brauche den Bad Boy heute Abend. Das ist so ein bisschen die Vorankündigung von, wenn man es auf Deutsch sieht nachher. Ich glaube, das war der Text, den er mir gerade weggesprochen hat, aber so ähnlich klang es bei mir auch. Das ist echt geil, ne? Das ist ja auch toll, wenn man sozusagen mit zwei Figuren assoziiert wird, die so viel Leidenschaft und Liebe auch an den Tag legen und vor allen Dingen so lange ja auch schon dabei sind, ne? Ihr seid jetzt ja, sag ich mal, mit dem Bad Boys-Film auch groß geworden. Was macht diesen Charme dieser Filme aus und vor allen Dingen diesen Erfolg über so viele Dekaden und so unterschiedliche Generationen? Ich finde, gerade Bad Boys ist immer mit der Zeit gegangen. Also Martin Lawrence und Will Smith im zweiten Teil waren die ja noch recht jung. Im dritten dann schon ein bisschen älter und jetzt halt nochmal. Aber wie sie damit kokettieren und damit umgehen, das haben sie im Film immer wieder gebracht, finde ich. Und vor allem, sie machen wahnsinnig viel Spaß, weil sie sowohl Action sind als auch wahnsinnig lustig. Und wir hatten, glaube ich, sehr viel Spaß beim Synchronisieren, weil was die... Seid ihr eigentlich zusammen in einem Raum dann? Nee. Leider nicht. Naja, früher schon. Aber jetzt ist es separat, separate Tonspur. Wir müssen einzeln aufgenommen werden wegen dem Surround Sound und den modernen Effekten. Aber früher wart ihr Hand in Hand im Tonstudio. Sozusagen. Und das Schöne ist allerdings, manchmal hörst du natürlich die Sachen, die er gespielt hat, höre ich dann auf Deutsch zum Anspielen für mich. Und dann habe ich schon den Effekt, dass ich sage, okay, so klingt es vielleicht nachher und ich hoffe, euch wird es allen gefallen werden. Was schätzt du an dieser Arbeit? Also wir müssen das vielleicht auch mal kurz auflösen, weil das ist echt besonders, was ihr macht. Und ich sage auch immer wieder Chapeau für eure Arbeit, weil ihr das ja im Prinzip nachspielt auf engstem Raum und ja eigentlich auch nicht mit der Bewegungsfreiheit, die die Schauspieler auf der großen Leinwand haben. Es macht Spaß. Und das sind tolle Vorbilder. Und zu versuchen, es denen ein bisschen nahe zu kommen und gleich zu tun, ist eine Riesenherausforderung. Und das hast du nicht alle Tage. Und ich habe angefangen bei dem Prinz von Bel-Air, also quasi noch davor und mach's immer noch. Und das ist so Wahnsinn, ey, wenn du das hörst bei euch beiden. Aber wissen Sie denn, habt ihr die schon mal kennengelernt, Martin und Will? Ja. Und noch nicht. Nee? Heute Abend vielleicht. Ja, heute Abend vielleicht, ja. Ja, Mensch, dann drücke ich die Daumen. Also, auf jeden Fall. Also ich habe gehört, die sind unterwegs, deswegen muss ich euch jetzt mal in Richtung Kino schicken. Schön, dass ihr da seid. Macht weiter so eine tolle Arbeit und vielen Dank, dass ihr da seid. Es ist immer wieder bewundernswert. Dankeschön. Schönen Abend euch. Danke. Also wirklich, ja, da könnt ihr wirklich mal applaudieren. Die Synchronsprecher von Martin Lawrence und Will Smith. Und jetzt bereitet euch bitte vor, liebe Fans hier am Teppich, singt Bad Boys, dreht gerne total frei, weil wir jetzt gleich Adil und Bilal bei uns auf dem Teppich begrüßen, unsere beiden Regisseure, die schon den dritten Teil umgesetzt haben. Und dann sind Martin und auch gleich Will bei uns. Jetzt, also bitte legt los. Bei drei fangt ihr an, solange ihr könnt, Bad Boys zu singen. 1, 2, 3.
Nicht schlecht. Bleibt weiterhin dabei. Richtig Stimmung machen und vor allen Dingen, wenn sie aussteigen, pfeifen, klatschen, durchdrehen, jubeln und sich freuen. Und wir haben es vorhin von Samuel gehört. Er hofft natürlich, dass es einen Cliffhanger gibt in diesem Film, damit es noch weitere Bad Boys-Teile gibt und vielleicht dann auch in einer höheren Frequenz. Nicht mit diesem Abstand, in dem die ersten drei entstanden sind, sondern dass man schneller die Dosis Action und Comedy der beiden bekommt. Und jetzt kann ich euch schon mal darauf vorbereiten, unsere beiden Superstar-Gäste sind am türkisfarbenen oder mintfarbenen, wie man das sagen möchte, Teppich unserer Europa-Premiere Bad Boys Ride or Die angekommen. Und jetzt macht ihr die Stimmung. Hier sind Will Smith und Martin Lawrence. So, ein bisschen mehr Stimmung, Leute. Das könnt ihr besser, Berlin. Ab heute sollen alle Premieren von Filmen der beiden nur noch hier stattfinden. Denkt dran, es gibt Tickets, es gibt Trikots, aber nur für diejenigen, die ganz, ganz laut sind. Was für eine Karriere, die die beiden hingelegt haben. Martin Lawrence, Stand-Up-Comedian-Superstar, Film-Superstar, hat eine eigene Serie namens Martin. Sehr erfolgreich. Und natürlich Will Smith. Seit Jahrzehnten Top of the Game, Top of the Notch. Oscar-Gewinner, Grammy-Gewinner, Produzent. Und wir müssen an dieser Stelle, und da werde ich Martin gleich natürlich zu fragen, vor allen Dingen, während ihr die Bilder euch anguckt, vom Teppich, mit dem Bart in der Menge, dass wir es Martin Lawrence Schwester zu verdanken haben, dass die beiden zusammengekommen sind und Bad Boys Filme drehen noch und nöcher. Denn Martin hatte ein Drehbuch auf dem Tisch und hat sich überlegt, wer könnte meinen kongenialen Partner spielen. Ah, guck mal, da ist er. Will Smith, die Entertainment-Maschine. So, der Rest des Teppichs kann auch ein bisschen Stimmung machen, weil sonst kommen die nämlich nicht nachher zu euch. Auch da hinten, die müssen ja ins Kino rein, da hinten, hallo. Ihr könnt gerne jubeln, schreien, kreischen, klatschen, alles ist erlaubt. Also ich sehe hier vorne auf jeden Fall beim Kamerakran momentan die engagiertesten Fans. Das bedeutet, viele Tickets gehen bestimmt in diese Richtung. Und auch Martin wird natürlich gefordert. Und jetzt sind auch Adil und Bilal da, unsere beiden Regisseure. Auch ein riesen herzliches Willkommen einmal Berlin. Adil und Bilal, welcome to the European Premiere of Bad Boys Ride or Die. Good to have you back. Die beiden Jungs drehen ganz, ganz großartige Filme. Unter anderem ein Film namens Rebel kann ich euch nur ans Herz legen. Und natürlich der dritte Teil von Bad Boys, Ride or Die. Jetzt Nummer 4, wie gesagt. Und dafür haben sie ein extra Kamera-Rig entworfen. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Aber jetzt genießt erstmal unseren Teppich bei der Europa-Premiere dieses schönen Films, der, ich habe es schon mal gesagt, ab Mittwoch nächster Woche in den Kinos zu sehen ist. Und für einige von euch, wenn ihr Stimmung macht,
eventuell schon heute Abend. Tickets gibt es gleich. Und natürlich auch noch beflockte Jerseys der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gut, ihr seid schon zu lange da, ne? Der Film ist jetzt gerade erst vor kurzem fertiggestellt worden. Wahnsinn. Anfang März und jetzt schon in der Editing-Schleife fast fertig. Heute Abend seht ihr natürlich das Endprodukt. Und der ist wirklich gut geworden. 115 Minuten, genau das, was man sich wünscht. Sehr viel Spaß zwischen den beiden. Sehr charmant sind die und natürlich geballte Action. Und um nicht zu viel vorweg zu verraten, eine ganze Menge an Figuren, die ihr aus den vergangenen Filmen kennengelernt und lieben gelernt habt, tauchen natürlich auch wieder auf. Es gibt ein paar Wendungen in der Storyline, die ganz besonders sind und natürlich auch diesen Film in neue Richtungen drehen und wenden. Aber vor allen Dingen ist natürlich die Action ganz weit vorne. Die ersten beiden übrigens umgesetzt von Michael Bay, der auch einen kleinen, achtet mal ganz genau drauf, wenn ihr den Film nachher seht, Cameo-Auftritt hat in Bad Boys Ride or Die und sozusagen das Zepter weitergibt an Adil und Bilal, die beiden Regisseure, die an einer belgischen Filmhochschule ihr Handwerk gelernt haben und damals gesagt haben, sie würden gerne einen Bad Boys Film drehen und wenn man ins Universum laut genug rausruft oder reinruft, dann können solche Wünsche auch in Erfüllung gehen, wie in diesem Fall. Und der Film hat damals an der Box Office eingeschlagen wie kaum ein anderer. Fast eine halbe Milliarde Dollar weltweit eingespielt, war 2020 mit der erfolgreichste Box Office Hit weltweit überhaupt. Und daraus konnte man natürlich direkt schließen und auch ganz klar sehen, das muss weiter erzählt werden. Und dann ist der vierte Film direkt gegreenlighted worden nach Teil 3, nach dem Erfolg, und hat dann aufgrund auch der Situation, in der wir uns weltweit zwischenzeitlich befunden haben, ein bisschen Zeit im Development gebraucht und ist jetzt, wie gesagt, fertig und kommt auf die Leinwand. Ich habe es kurz erzählt vorhin, natürlich sind Martin Lawrence und Will Smith diejenigen, die den Film tragen, die ganzen großartigen, bunten Sidekicks natürlich, unter anderem ist Tiffany Haddish dabei, dann Joe Pants, wie ihn alle fröhlicherweise nennen, ihr Boss, auch wenn er, und das glaube ich, kann ich spoilern, im dritten Teil das Zeitliche segnet, taucht er doch in Teil 4 auf und das ist wirklich sehr, sehr smart umgesetzt worden, also auch er ist dabei und spielt eine ganz entscheidende Rolle im Leben von Marcus Burnett und Mike Lowry. Und jetzt kann ich euch schon mal sagen, liebe Fans und vor allen Dingen ihr, liebe Zuschauer im Stream bei Twitch, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Schlurbox, nochmal liebe Grüße an dich und deine schönen Hartmuts. Toll, dass ihr dabei seid, toll, dass ihr das macht. Jetzt geht's gleich hier ab, denn wir haben eine kleine Überraschung. Will kommt so langsam in meine Richtung, Martin glaube ich auch. Und dann werden wir kurz zeigen, was wir geplant haben. Martin, Will, look. Steven, yes, in Miami. How are you? All right. Good to see you. I'm Martin. I like the outfit. I like the outfit. Up, good to have you here. How are you guys? Man, we are very, very excited to be here. You are looking very festive and Miami vibe. We love that. Thank you. Very honored. Very honored. I love you guys. And it's so good to have you back after 2020 for the European premiere of Bad Boys Ride or Die, and we have something very special prepared, and you have to follow me now. Yes. Because, okay, just to give you a little intro, normally, I mean, this is one of the greatest cinemas in Berlin, if not in Germany, if not in the world, but these stairs and these steps have never been used for premieres, so this is a first, just for the two of you. So follow me, watch your step.
Okay, because it's the European premiere, Adil and Bilal, you have to join us. Adil, please. Yo, good to see you. Good to see you, man. Okay, you're gonna get a microphone. There's the second one. Yeah, a mic for Will. Hello, thank you. Hello, yes, Bilal. Yes. Good to see you. Good to see you, man. Thank you. Yes. Good to see you guys. Okay, come up here, Martin and Will. I'm gonna choreograph you two. Okay. Okay. All so right. Will on this side, Martin on this side. Martin on that side. Will on this side. Exactly. Okay. Adil on that side. Bilal on this side. No, you stay there. You stay there, Adil. Okay. You have to push the button. Push and then the button. Something really great is gonna happen. All right. But we're gonna have a countdown from 10 backwards. Okay. On the count of 0, you have to both push the button with your head. With our head. No, okay. No. With your hand. No. Yeah. Exactly. Right. Exactly. Are you ready to go? Okay. Berlin, ihr müsst jetzt mitziehen. Wir machen einen Countdown 10 rückwärts. Okay. Seid ihr dabei? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Snake it up, nigga. What you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you? That's all the words we know. Okay, but I love it. I love it. Especially, Martin, at the end when you start improvising, doing your sneeze, snarf, snop, snap, snare, the snap. Okay, wir kennen den Song. Jetzt macht ihr vielleicht einmal kurz ein bisschen leiser die Musik, damit wir miteinander uns unterhalten können. Okay. I just told them to turn off the music so we can talk a little bit. Okay, yes. Martin and Will, it's so great to have you back. I mean, 2020 was already awesome. I love that your characters came back after such a long time. And now the turnaround is even quicker because the third one made $500 million at the box office. It was such a huge success. Was it clear for the two of you that you would join each other again on the big screen? Or was it something that you didn't expect that people would fall in love with Mike Lowry and Marcus Burnett again? Well, I love working with this guy. Same here. You know, when we come to work every day, it is an absolute joy and a pleasure. You know, when we made the first film almost 30 years ago. Yeah. You know, so, you know, to have an opportunity to be standing here after, you know, that much time is, you know, it is a complete blessing, and we will keep making Bad Boys as long as you want them. Yes, please. And to be honest, Will and Martin, we have to thank your sister because I think she brought the two of you together. Yes. She suggested. She's right there in Where's the your dream. Sister? Hey. Right there. Yes. Thank you. She's the one that told me to choose Will. Yes. And have you regretted it since? I haven't regretted it at all. Let's talk about the two characters because there's so much depth to them and there's so much variety to what you can talk about and what you can do with them.
when you sit down, especially with Adil and Bilal, they're great filmmakers, and the level of action and the level of storytelling that they put into this is just amazing. How much fun is it to develop the storyline, especially for the fourth one? What did you come up with? Will was real instrumental in developing the story and everything, producing, and we just got great stuff out of what he was giving us. Yeah. Now, for me, in order to get to four movies, you have to have something that has a value to people, you know? And we never wanted to make a sequel in this series that was, you know, just okay. To make it that was okay. We wanted the story to always have a reason to be told. And a part of that is, you know, diving into ourselves, diving into the characters, and trying to figure out what's the next thing, what's the next evolution of these characters and the things they could experience in their lives. And the real linchpin for this particular movie is, you know, Martin's character has a spiritual awakening. you know, so to me, that was the thing that really open this one up to make it special and to make it different and not to just make the same movie over again. I'm waiting, actually. Normally, a director's cut is not something that I'm looking forward to because it makes a movie even longer. Yeah. But with the bickering between the two of you, I bet there's so many things that you had to edit out. Yeah. I mean, how do you kill your darlings? How do you go about basically taking things out that you do with your improvisational skills? It's just amazing. Yeah. We were really ruthless in this one in taking things out. Because we shot so much. There are a lot of things on the floor, but we do feel like what we did is create a movie that, you know, especially in this time after 2020, the last movie came out in 2020, and it was the last movie of the year before COVID, and COVID hit right after the last Bad Boys, so people have not been going to the theaters as much. So we wanted to make a movie that you have to see in a movie theater, that you want to take your friends and your family, that the most fun to experience this is sitting down in a cinema and just letting it rip. And you've outdone yourself. It's amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you, Will and Martin, for coming to Berlin once again. Yes. And see you for Bad Boys 5, 6, 7, yes, and 8. Yes, exactly, exactly. And see you later on stage. All right, thank have you a good all. Time. Thank you. Will Smith, thank you soon. Thank you soon. So, gib nochmal einen riesengroßen Applaus, Martin Lawrence und Will Smith, Leute. Martin, what's your sister's name? Ray. Ray. Thank you so much. Thank you so much. Martin, thank you. Thank you. Watch your step. Ah, die sind so großartig. Martin Lawrence und Will Smith. Und seine Schwester Ray, hier im grünen Jogginganzug. Sie war diejenige, ich habe euch vorhin die Geschichte erzählt, die es geschafft hat, dass Martin Lawrence Will Smith, obwohl die beiden sich nicht kannten, angerufen hat, um mit ihm den ersten Bad Boys Film 1995 zu drehen. And the rest, wie man so schön sagt, is history. Drei weitere Filme sind dazugekommen und ich bin mir sicher, so gut wie die beiden drauf sind und so sehr, wie sie sich auch mögen, wird da der ein oder andere Film aus der Bad Boys Reihe noch oben drauf kommen. Und ich glaube, was man auch sagen sollte und muss, vor allen Dingen bei diesem Film, ist ja der Effekt, Andi, komm, wir gehen mal ein bisschen runter. Pass auf deine, genau, nicht, dass du mir umfällst. Wir warten jetzt auf Adil und Bilal und sprechen mit den beiden Jungs auch nochmal. Und dann gibt es, wie gesagt, Tickets zu verteilen. Also macht euch bereit für das, was da noch kommt. Okay. Okay, gut. Muss ich gerne mal versuchen, aber jetzt kommen erstmal Adil und Bilal. Will und Martin sind schon unterwegs und gehen zu den Fans. Guys, oh, good to have you back. Good to have you back. Good to have you back. It's so cool. And, you know, I've told this story 1,000 times. Adil, we can actually talk to each other in German, I think. Yeah,
Ja, ein bisschen. Ich hoffe, dass mein Deutsch ist ein bisschen besser dann 4 Jahre. Ja, yeah, I don't know, I say go. Ich weiß nicht, wie... Vor 4 Jahren? Vor 4 Jahren, ja. Ich probiere ein bisschen, aber ich habe zu viel vergessen, zu viele Worte vergessen. Du musst mir ein bisschen helfen. Ich helfe dir sehr gerne, but I'm going to do it in German, in English, because otherwise we're going to leave you out, and we don't want that. It sounds like Chinese. A friend of mine in the States once said, German sounds like you're constantly throwing up. Well, you know, it's a bit like Niederländisch, but more aggressive. More aggressive. Let's talk about your amazing, in a positive way, aggressive style of filming, because I think the way that you've amped up and changed the action business is really impressive. In a world where lots of, you know, young people play video games basically 24 hours a day, what did that do in the way of influencing the style that you shot the action scenes? Because I would like to talk about the Snorri cam in a minute. Yeah, so we tried with our DOP, cinematographer, Robrecht Hava, to push the boundaries of action movies so it doesn't look like everything else. And the Snorri cam is something that he found on Instagram, actually. And he found it, he showed it to us, he said, hey, look, there's a Snorri cam. I was like, oh, that looks really cool. And it's actually, Will is wearing a Steadicam and he's operating the camera himself. So he had to train with that and to train with the gun, and we always had to, you know, tell him, and now you point the camera there and point the camera back to you. So that's why it's never been used before in a Hollywood movie. Okay, and I think there's one sequence, without giving too much away, where basically Will is handing a weapon to Martin, and I think because both of them have the Snorri cam, it looks like one uncut sequence because, you know, you see the gun, you know, flying through the air and he's catching it. Well, the magic of editing, it feels like one shot, but there's guts in it. You had Will with the Snorri cam, and then you had the moment he throws the gun, the camera is mounted on the camera. The gun is mounted on the camera, so the camera flies while the gun is on the camera. So that's, this is the magic of movie making, bro. Yeah, and you are great magicians. And to talk about the fourth part of this franchise, when we met in 2020, I mean, that was like the big one, the first big one, and I think you dreamt about doing it, and you were quite nervous, understandably. Is the pressure bigger now with the success of the third one sort of pushing you to the next level, or have you got the feeling that you've come sort of to a point where you enjoy it even more because you know what you're capable of doing? Yeah, well, you know, when we make Bad Boys for Life, we came from the small indie movie making, so we went from like a couple of million dollars to $100 million Hollywood movie. For us, it was a big change. Like, it was a big change for us in the career, but also personal. So we had a lot of stress. And this time, we are enjoying every second because we don't make the same mistake of the stress, and we just enjoy that. Yeah, this movie is in the world and people can watch it, so thank God. Who of the two of you is Martin and who is Will? Because the bickering between the two of them is amazing. Is that the same with you when you work, when you sit in the director's chair and work with each other? Well, not when we're making movies. There, we're really in symbiosis. It's the same brain. You're just one person. Yeah, it's two us against the world. Yeah, yeah. It's two halves of a brain. So basically, that's it. In private life, it's different. Like, I'm more Marty Marr, you know? I'm more the Martin. Yeah. Yeah. He just got married, so he's really Marcus. Yeah. I'm Marcus. Yeah. I'm Marcus. Family. Relax. Relax, home. And he's more Mike Lowry, you know? Yeah, because I'm still single, so that's, yeah. Okay, so watch out, Berlin, for Belial. He's running around having a good time. Let's talk about, because it's you who are creating the world of Bad Boys, but it's, you know, the Bad Boys who are sort of putting the emphasis on fun, on the action. What is it like working with the two of them, and has anything changed over the years? I mean, from the third one to the fourth one, and their way of working with each other, and do you sit back and relax and just chill and look at what they do, and how do you tame them? Well, you have to, Matt, you have friends? Yes. And you chill out with your friends? I do. Yeah, well, exactly that. That's how our relationship is with Martin and Will. It's just like, you know, hanging out, you know, creating stuff. And that's a real genuine, you know, connection that we have. And that's, you know, from Bad Boys for Life to Bad Boys Ride or Die, our connection became more personal. And that's it's a beautiful thing. And you see that on the screen. Absolutely. I think that, you know, when we first met him,
we were nobodies really, and it was like, oh, the big stars and all that. But now they really like became so close to us. We're much more relaxed, and we're really having a way more fun, and we're becoming more creative, all of us four together, and that's amazing. The trust is probably very important, that they know what you're capable of doing, and they know that they can trust you. What is important in shooting something like this? Because sometimes you look at a franchise and you have the feeling that it's, they put more money into the movie because they think the bigger the stunts, the better the box office hit. But what I love about the two movies that you've done is the story arc, and especially the storyline, and bringing back some characters that we all love. How long did it take to finally figure out which way you would like to go, let the story go? I think it took like right away when Bad Boys for Life came out, and we were thinking, oh, let's make another one. That's how long it started. Really, 3-4 years looking for the right story, for the right, you know, arc of the two characters, and going maybe a little deeper, a little bit more spiritual and different than the other movies. Yeah, and it's also, you know, it's like Will Martin, Jerry Bruckheimer, it's all about the character. So that's the main thing. It's like, what are these characters going through? And that was our main focus. And yeah, you see that, you know, the exploration of their friendship is the main core of Bad Boys. Please keep on doing, making movies, because you're an inspiration for a lot of young filmmakers out there. And I think your attitude towards what you do is amazing. I really love you guys, and especially the movie. Thank you. Have a great time tonight, and I'll see you later on stage. All the best. Thank you. Thank you. Good to see you again. Immer gerne, immer gerne. Yeah, immer gerne. See you later. Also, Adil und Bilal. Beides großartige Jungs. Und vor allen Dingen hat man das gerade gehört, die sind jetzt dafür zuständig, dass dieses Bad Boys Franchise weitergeht und weiterhin erfolgreich bleibt. Ein Film namens Rebel haben sie gemacht. Und sie sind jetzt angeblich auch dafür zuständig, in Zukunft das Mummy-Franchise wiederzubelesen, also die Mumie. Und jetzt geht es, liebe Fans, an Tickets. Wenn ihr noch welche haben wollt, warte mal, ich gebe dir einmal die Karten. So, ich gehe jetzt hier vorne mal in diese kleine Ecke. Also, ja, und Shirts gibt es auch gleich. Ich komm da gleich hin. So. Komm mal hier. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Okay, also ihr könnt auf jeden Fall, ich habe es vorhin auch mitgekriegt. Also ihr habt sehr gut mitgesungen, ihr wart sehr gut dabei. Gut, ich will jetzt noch einmal ganz kurz klären, wer gehört denn zu wem? Also ihr beide gehört zusammen? Du bist alleine. Du bist auch alleine. Ihr seid zu viert alleine. Wir haben uns hier kennengelernt. So, seit wann seid ihr hier? War super. Also, nee, seit wann seid ihr hier? Super. Ich bin so seit Freitag schon in Berlin und seit 10 Uhr hier. Okay, warte mal. Also ich verteile jetzt mal Tickets. Also du kriegst auf jeden Fall auch eins. Warte mal. Ich nehme mal die Klammer ab. Ja, so. So, ich gebe jetzt einmal hier eins. So, ich komm, warte mal. Oh, guck mal hier. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Das zusammengeklebt. Hier, Julien, verteilt die einmal, ich nehme die anderen mit. Hier, einmal die ganze Gang hier runter, bis hier vorne. So, ich nehme die anderen. Ich weiß nicht, wie ihr das euch vorgestellt habt, aber das sind so komische Packs. Ich komme gleich zu euch, ich komme gleich zu euch. Ich gehe jetzt einmal hierher. Hallo. Geht's euch gut? Ja. Du musst doch was sagen, wenn ich zu euch komme. Wieso zittert ihr? Noch ist ja nichts passiert. Über wen freut euch denn am meisten? Über Will Smith oder Martin Lawrence oder über mich? Alle drei? Alle drei. Gut, das war die richtige Antwort, sonst hätte ich euch keine Tickets gegeben. Hallo, du willst auch ein Ticket haben? Darf ich fragen, wie alt du bist? 13 Jahre alt. 13 Jahre alt, ja, du bist die Mama. Ja, also ich kann euch schon mal sagen, ich würde gerne normalerweise ein Ticket geben, aber der Film hat eine FSK 16. Dann musst du noch 3 Jahre warten, dann gibt's Bad Boys 7. Ja, es tut mir leid. Ich würde dir gerne eine geben, aber ich gebe euch jetzt erstmal welche. Warte mal. Aber dann müsst ihr auch gleich richtig Stimmung machen im Kino, ne? Sonst macht das keinen Spaß, Tickets zu verteilen. So, warte mal. Ihr macht richtig Stimmung. So, warte mal. Eins hier. Ein zweites hier. Nochmal, nee, nochmal richtig ins Mikrofon kreischen. Vielen Dank. Ja, ihr wollt, nee, guck mal, ich kann ihr kein Ticket geben, weil sie ist ja erst 13.
Ja, das ist echt schwierig. Ich wünsche mir sehr, ich komme. So, du kriegst eins, du gehörst dazu, ihr seid zu zweit. Seid ihr zusammen hier oder? Ihr seid ganz zusammen hier. Was heißt denn ganz zusammen? Nur zusammen. Seid nicht zusammen. Das wollen wir auch gar nicht erklären. Also das ist too much information, nennt man das normalerweise. Also ihr seid zusammen hier, aber nicht zusammen. Gut, ihr seid Bruder und Schwester, Vater und Tochter? Ja, beste Freunde. Das war super. Und seid ihr beide Bad Boys Fans? Ja. Natürlich. Seitdem ich ganz klein war. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 23. 23, das heißt, du hast den zweiten hast du gesehen im Kino. Hoffentlich nicht im Kino, oder warst du zwei? Geht auch nicht. Gut, also viel Spaß. Heute Abend am 4. Du hast den ersten gesehen. Genau, ich gehe nochmal weiter. Genau. Ja, warte. Eins, zwei, drei. So. Ja, ich werde schuldig. Guck mal, ich wollte eigentlich. Okay, ich komme nochmal wieder. Wir haben ja ganz viele Tickets. Ich komme nochmal wieder. Ich gehe jetzt einmal da hinten hin. So. Also. Liebe Twitch-Zuschauer, schön, dass ihr da seid und immer noch mitmacht. Du merkst eine Wahnsinnsstimmung hier vor Ort am Teppich. Und wir haben noch mehr Tickets und wir haben auch Trikots. So, gut, wir müssen das jetzt ein bisschen anders machen. Ich habe euch vorhin. Was hast du da? Was steht da drauf? Wisconsin Death Trip. Okay, ich dachte, das wäre irgendein Bad Boys-T-Shirt. Guck mal, da hast du Independence Day. Oh, guck mal, hat er unterschrieben, du auch. Bad Boys. For life. Gut. Wie heißt du? Thilo. Thilo, du bist alleine hier? Ja. Möchtest du jemanden mitnehmen? Wer möchte mit Thilo ins Kino gehen? Ein Kollege würde mitkommen. Ja, wo ist denn der Kollege? Also, wie heißt der Kollege? Ralf. Ralf und weiter? Weißt du nicht? Nee. Das ist dein Kollege, aber du weißt nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Ralf, hier hinten steht Thilo, direkt vor dem Eingang zum Zoopalast. Da würde ich gerne mit ins Kino gehen. Ich gebe ihm jetzt zwei Tickets. Entweder kommst du und holst dir dein Ticket oder du nimmst jemand anders mit. Du rufst ihn an. Viel Spaß, Thilo. Sehr gerne. So. Moin. Ihr beide. Ja. Auch gut. Wer bist du? Ich bin 17. Wer bist du? Ich bin 17. Aber auch völlig okay. Wir verstehen uns ja. Ibo. Ibo. Hallo, Ibo. Und das ist dein Kumpel? Ja. Du bist? Safe. Und ihr beide seid schon über 16. Du bist 17, du? 16. Du bist 16? Wirklich? Jetzt gerade? 13. Mai. 13. Mai, also jetzt gerade? 16? Dann ist das ein verspätetes Geburtstagsgeschenk von mir. Kriegt ihr beide Tickets. Aber ganz kurz, ich brauche noch mal ein Ticket, bitte, Julia. Aber tut mir einen Gefallen, wenn ich euch Tickets gebe, ne, ich sehe euch, ihr müsst richtig Stimmung machen. Und bei jedem Witz, den ich mache, auf der Bühne lachen. Natürlich. Nein, müsst ihr nicht. Aber während des Films auf jeden Fall lachen. Viel Spaß, schön, dass ihr da seid. Schönen Abend. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. So, hallo. Bad Boys, ihr habt gesungen. Ich musste jetzt nochmal. Guck mal, ist alles okay bei dir? Ja? Achso, du wirkst gerade so ein bisschen. Quetschen die dich hier oder ist alles okay? Alles super. Hast du Lust ins Kino zu gehen? Ja. Mit wem denn? Achso, hallo. Und da auch noch? Also, weil ich frage jetzt lieber vor im Vorwege, weil da hinten hat ein Pärchen gesagt, sie sind nicht zusammen. Das ist meine Freundin. Das ist mein Freund, das ist eine sehr gute Freundin. Achso, okay, ihr drei, gemeinschaftlich. Ja. Gut, dann nenn mir bitte zwei Will Smith-Filme. Nee, deine Freundin habe ich gefragt. Ich habe die Frage nicht verstanden. Nenn mir bitte zwei Will Smith-Filme. Bad Boys? Und, Bad Boys 2. Richtig! Zwei Filme genannt. Toll! So. So, passt ein bisschen auf, nicht quetschen, weil das bringt gar nichts. So, ein Ticket, ein Ticket, ein Ticket. So, ich komme gleich nochmal wieder. Leute, ich würde euch so gerne allen Tickets geben. Moin. Was heißt das, hallo oder zwei Tickets? Zwei Tickets. Für wen? Bro, mich. Für deinen Bro, also für deinen Bad Boy Bro? Oh, guck mal hier, das ist ein geiles T-Shirt. Welche Premiere war das? Sieben Leben. Sieben Leben, das ist schon sehr lange her. Und du bist alleine hier? Ich habe schon meine Karte, aber ja. Achso, okay, dann hast du schon deine Karte. Die Bros, ich komme gleich nochmal zu euch. Ich bin extra aus Sachsen da. Du bist extra aus Sachsen hergekommen? Wann? Seit heute früh 7:30 unterwegs. Wirklich? Weil du so ein riesen Will Smith-Fan bist. Sag mal, welcher Film ist das? Er soll da reinschreiben. Achso, er soll da noch reinschreiben. Okay, gut. Du bist mit wem da? Bitte? Mit wem bist du da, alleine? Doch, aber auf die, was nachher jemand auffällig reinkommt.
Nee, die darf nicht. Aber passt wirklich jemand auf die auf oder sagst du es jetzt nur so? Freunde hier in Berlin. Du hast Freunde. Ja, aber du gehst ja jetzt ins Kino. Was macht denn deine Tochter jetzt hier? Hier hole ich dann. Die sind hier drüben im McDonald's. Die sind drüben im McDonald's und dann sagst du denen Bescheid. Okay, also ich gebe dir ein Ticket, aber wenn deine Tochter hier jetzt gar noch alleine steht, dann gibt es richtig Ärger. She's gonna take you instead of her daughter? No, but her someone has to watch her daughter though. Nee, nicht irgendjemand Fremdes. Also du rufst sie jetzt an und ich komme gleich zu dir zurück. Du rufst sie jetzt an, dass sie deine Tochter und dann gebe ich dir das Ticket. Ja? Hallo? So. Wer möchte denn Trikot haben? Oh, nee, nicht greifen. Okay, guck mal, weil deine Mama ins Kino geht, kriegst du ein Trikot von mir. Ist das okay? Wie heißt du denn? Stella. Hallo Stella, ist alles okay bei dir, Stella? Ja, oder ist das hier zu eng für dich? Nee. Du willst auch nur Will sehen, der ist da hinten, der kommt bestimmt hier gleich noch her. Ja, ich komme gleich nochmal zu euch. Nummer 1 Bestseller, das Trikot hast du schon gefangen. So, Will Martin Autograph. Hallo, da hinten nochmal. So, wir wollen nochmal Tickets verteilen. Ich hätte gerne eine Gruppe. Auch zu euch komme ich. So. Okay. Vielen herzlichen Dank. Bevor ihr jetzt in Ohnmacht fallt, so, ihr drei gehört zusammen. Ihr seid die drei Damen von der Tankstelle. Nee, ihr habt euch hier kennengelernt. Wir haben jetzt nicht kennengelernt. Ich habe sie kennengelernt, meine Tochter. Das ist deine Tochter. Wie alt ist deine Tochter? 16. 16? Wirklich? Ja, wirklich. Das weißt du. Nee, ja, da bin ich. Nein, das war eine. Okay. Du bist wirklich 16? 17. Juli. 17. Juli. 17. Juli letztes Jahr hoffentlich 16 geworden. Ja. Wolltest du gerade sagen, ne? Okay, mit der Mama bist du da. Und ihr habt euch hier beim Schreien kennengelernt? Genau, mein Mann passt. Das ist therapeutisch, wenn man ganz viel schreit. Also, nee, warte mal, also ihr drei zusammen ins Kino. Du bist alleine hier. Ja, mein Mann passt zu Hause auf, meine Tochter auch. Okay, und der hat gesagt, geh mal, Schatz, viel Spaß. Genau, richtig. Ja. Okay, super. Und du bist ein Martin Lawrence oder Will Smith Fan? Beide. Beide? Ja? Okay, und hast du alle Filme mit den beiden zusammen schon gesehen? Das ist totaler Kult. Mein Mann und ich, wir sind totale Fans. Er ist total traurig, dass er jetzt zu Hause ist. Okay, dann wollen wir ihm aber richtig einen beipulen, ne? Dann schenke ich dir jetzt ein Ticket, euch beiden auch, und dann schickst du ihm aber ein Foto von drin und sagst ihm, Edge-Patch, ich hoffe, es ist langweilig zu Hause. So, Nummer 1, Nummer 1 hier. Eins da. Und noch eins da. Achso, du willst ihn mitnehmen? Das ist dein Mann. Ach so, ich dachte, du hast gerade gesagt, dafür, dass mein Mann nicht da ist, nehme ich ihn mit. Dass er wahrscheinlich nicht mit darf er ein Trikot. Ach so, okay. Ach so, du darfst nicht mit, weil wieso darfst du nicht mit ins Kino? Ach so, du gehörst auch noch dazu. Ach so, aber wie alt bist du? 12. 12, okay. Ja, okay, nee, das geht leider nicht. Also ihr beide bleibt draußen. Leider, schweren Herzens. Okay, guck mal, dann gebe ich euch ein Trikot. Weil ihr das so gut gemacht habt. So, jetzt kommt Bad Boys. Hallo. Hallo, entschuldige. Ist ganz schön laut, ne? Ist alles okay? Ja? Ja? Du hast mitgemacht ein bisschen. Darf ich dich fragen, wie du heißt? Kira. Hallo, Kira. Wie alt bist du, Kira? 5. 5? Oh ja, okay. Ja, das kann ich verstehen. Das war ganz schön laut hier, ne? Weil die Leute sich so gefreut haben. Aber die Filme kannst du noch nicht gucken. Gibt es denn jemanden? Was guckst du denn? Warst du schon mal im Kino? Und weißt du, welchen Film du zuletzt geguckt hast? Und dann geh ich auch gleich, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Was haben wir geguckt? Wish. Oh, Wish hast du geguckt. Wie fandst du den? Very good. Fandst du ganz gut? Kira, schön, dass du da bist. Alles Gute. Ja, ich gehe nochmal in die Richtung. Können wir ein schnelles Foto machen? Komm. So, alle, wir machen alle zusammen ein Foto. So. Und ich sollte nicht ganz die Grüße. Vielen lieben Dank. Viel Spaß im Kino, ja. Ich möchte. Hallo. Ihr seid.
seid zu zweit und ihr seid zu zweit. Ihr seid zu dritt. Dein Mann und deine Mama. Ah, okay. Ja gut, das finde ich ja toll. Ein Familienausflug sozusagen. Gut, dann gebe ich euch jeweils ein Ticket. Geht schnell rein. Genießt das. Ihr beide wollt auch rein. Habt ihr euch hier kennengelernt? Das ist meine Mutter. Das ist deine Mama. Sag mal, das ist ja total geil. Das sind ja total viele Mama-Tochter-Ausflüge. Und das ist ein Foto von wann? 2007, das Streben nach Glück. Oh, auch toll. Guck mal, der hat sich nicht verändert. Der sieht immer noch genauso aus. Und der kommt da hinten, dann siehst du ihn gleich aus nächster Nähe. Warte mal, wir machen hier nochmal Tickets. Ein Ticket, zwei Tickets. So, und jetzt brauche ich mal wieder ein paar Männer. Moin, hallo, 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 hallo. Es tut mir leid, also ich würde euch gerne normalerweise alle ins Kino mitnehmen, aber das ist so ein bisschen schwierig. So, du guckst so schüchtern. Wie geht's dir? Wie heißt du? Ich bin Nea. Nea? N-E-A? Oh, cool. Nea, was machst du? Mit wem bist du da? Mit meiner Familie. Ja, mit mir. Mit dir, also mit meiner Familie, mit Papa. Hast du Geschwister? Du bist auch noch Bruder und da ist auch noch Schwester. Und unsere Mutter ist da. Und die Mama ist auch noch da. Wo ist die Mama? Hallo Mama. Hallo Mama, du bist aber nicht 16. Nee, ich bin 11. Du bist 11, gut. Du bist? 14. Au, du bist? 17. Okay, das ist jetzt ja doof. Mama, was mache ich denn? Die zwei Männer sollen in Kino, die beiden Bad Boys aus der Familie. Okay, aber also ich hätte euch natürlich gerne reingelassen, aber es ist eine FSK 16. Mama, da sind wir uns einig, geht nicht, ne? Gut, zwei Tickets verteile ich dann hier einmal an euch, also an die beiden Männer. Schön, dass ihr da seid und so toll Stimmung macht. Ja, ich auch gleich nochmal, genau. Hallo. Es tut mir so leid, ihr seid cool. Ich finde, ihr macht so schöne Stimmung, das finde ich richtig gut. Und du freust dich auch. Ja. Worüber freust du dich denn heute am meisten? Ja, weil ich gerade eigentlich von der Uni gekommen bin und dann einfach hierher gekommen bin. Was studierst du? In Wirtschaftswissenschaften. Wirtschaftswissenschaften. Und dann bist du hier an der Uni vorbeigegangen und dachtest, ich gehe jetzt ins Kino? Oder dachtest, warum sind so viele Menschen? Meine Mutter stehen dort. Deine Schwester und deine Mama? Wo sind deine Schwester und deine Mama? Die haben extra versucht, ein bisschen näher ranzukommen. Die winkt da. Das ist deine Schwester? Du bist die Schwester? Wie alt ist deine Schwester? Die ist 12, die dürfte nicht. Okay. Aber deine Mama? Und was macht ihr mit deiner Schwester? Wir wohnen hier tatsächlich. Die dürfte dann nicht mit rein. Aber ich glaube, die würde sich mindestens genauso freuen. Wenn du reingehen darfst, mit deiner Mama. Ja. Okay, aber wir schaffen das ja vielleicht noch. Wie weit ist das denn fußläufig von hier entfernt? Von hier zu Hause? Ja. Man muss hier einfach in die U2 einsteigen und zwei Stationen fahren. Ah, okay. Und das macht... Wo ist deine Schwester nochmal? Da gehe ich jetzt einmal hin. Du bist die Schwester. Hallo, Steven. Freut mich sehr. Du bist? Felina. Felina, ist das okay, wenn dein Bruder und deine Mama ins Kino gehen? Ja. Wo ist deine Mama? Da ist die Mama. Hallo, Mama. Steven, hallo. Okay, also für dich wäre das okay. Und wie kommt Felina nach Hause? Ja, okay, einfach ganz einfach nach Hause fahren mit der Bahn. Ist kein Ding. Wärst du nicht traurig? Eigentlich egal. Ja, aber guck mal, weißt du was denn, damit du nicht so sehr traurig bist, gebe ich dir sowas. Ist das okay? Cool, dann gebe ich deiner Mama jetzt zwei Tickets. So, für den Sohnemann, für den hart Studierenden. Und ich finde deine Frisur so geil, deswegen kriegst du auch noch Tickets. Deine Freundin auch? Ja, logisch. Komm mal hier. So, viel Spaß. So, dann geht mal langsam rein. Ihr wollt auch alle Tickets, ich weiß. Ich versuche nochmal zu gucken, wie viele wir haben. Aber jetzt gehe ich auf die Seite nochmal. Guck mal. Im Miami-Style-Look. Moin. Guck mal, ich habe früher auch, also so vor 30 Jahren habe ich auch Sakkos getragen, ohne was drunter. Jetzt habe ich so einen Bauchweggürtel, damit man das nicht mehr sieht. Wie heißt du? Patrick. Patrick. Und läufst du immer so rum oder ist das nur vor der Abend? Nee, ist heute so. Heute so? Und so gehst du auch los, wenn du am Wochenende durch Berlin ziehst? Nee, so gehe ich nicht. Nee? Hemd ist an und dann... Heute hast du gesagt, einfach mal so ohne Hemd oder war in der Wäsche oder hast du nicht gebügelt? Einfach so heute noch. Einfach so. Gut, und du bist mit wem da? Mein Bruder kommt gleich. Dein Bruder kommt gleich. Ja. Wer möchte denn mit Patrick und seinem Bruder ins Kino gehen? Ja. Du möchtest mit Patrick ins Kino gehen? Von mir aus, ich würde gerne noch zwei Freunde, die da an der Palme stehen. Du würdest noch zwei Freunde mitnehmen, die an der Palme stehen? Okay. Moin. Warte mal ganz kurz. Ich muss einmal ganz kurz was. Na? Ja, sehr gut. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich freue mich. Ja, wo ist dein Bruder Herz ist gerade auf Tour? Er ist auf Tour gerade. Und du bist schon da? Ich war noch nicht da. Du warst am 31. Berlin.
Ja? Und in Hamburg, weißt du, wann er in Hamburg ist? Ich bin in Hamburg. Ich glaube, er war schon. Nee, ich weiß es nicht. Okay, ich melde mich mal bei ihm. Wie geht's dir? Hast du gerade Pause? Drehst du was Schönes? Ich bin gerade sehr viel im Studio. Ja. Wir machen ja auch Musik. Ah, guck mal, die beiden Brüder. Macht ihr auch mal was zusammen? Bestimmt, na klar. Auf jeden Fall. Okay, also das heißt, du konzentrierst dich momentan auf deine Musikkarriere und dann auf die Schauspielerei parallel. Wir haben so wie Will Smith. So wie Will Smith. Wir haben auch sehr viele Drehbesprechungen, also wer weiß. Es ist gerade so ein bisschen beides gleichzeitig. Aber drehen tue ich jetzt gerade auch tatsächlich, stimmt. Was denn? Soko Köln. So, sehr cool. Ja, ist cool. Das ist super. Das erste Mal auch für mich. Komm. Ist denn jemand wie Will Smith, wir haben jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, Grammy-Gewinner, Oscar-Gewinner, ist das auch ein Vorbild, wenn man es schafft, in so vielen Feldern so erfolgreich zu sein? Auf jeden Fall. Man probiert auf allen Partys zu tanzen und das kriegt er sehr gut hin. Also auf jeden Fall ein Vorbild. Welcher Film gefällt dir von Will Smith am besten? I Am Legend ist schon ein sehr guter Film. Ist schon ein sehr guter Film. Haben wir heute Abend schon mal gehört von Tina Uhland, die hat auch gesagt, I'm Legend. Und ja. Bad Boys, ist das eine Filmreihe? Ja? Ah, natürlich. Mit der bin ich aufgewachsen. Mit dem bist du aufgewachsen. Was erhoffst du dir denn von Teil Nummer 4? Hast du da schon ein bisschen was mitgekriegt? Trailer, Teaser? Ich habe gehört, sie werden von Jägern zu Gejagten. Ja, sehr schön. Ride or Die. Ja. Und es steht auch auf dem Plakat. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Aber mir, es ist ja egal. Also das heißt, du gehst da fröhlich rein und lässt dich überraschen. Eben. Das ist es. Ich kenne die anderen Filme, ich bin schon lange ein Fan und ich freue mich. Geil. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Viel Erfolg. Tschüss, tschüss. So, wir machen weiter mit Patrick. Genau. So, ach, Tom kommt auch zu mir. Warte mal, Tom. Du kriegst jetzt zwei für dich und deinen Bruder. Ich komme gleich zu euch. Tom. Moin, mein lieber Tom. Grüße dich. Tom Beck ist in der Haus. Einen großen Applaus bitte haben wir für Tom. Vielen Dank. Tom, du musst mir jetzt mal helfen, weil ich versuche die ganze Zeit Karten zu verteilen. Das ist nicht einfach, weil die Fans so gut drauf sind und so viel Spaß machen und so viel Freude uns bereiten. Ich wollte auch so ein pinkes. Ja, kriegst du auch noch. Aber Tom, wo wollen wir denn mal hin? Wem wollen wir denn, wer sieht sympathisch aus? Wem wollen wir uns denn mal krallen? Sehen alle sausympathisch aus. Ja, finde ich auch. Also erstmal wirklich ganz toll, wie viel Stimmung ihr macht. Hier vom Zoopalast. Ja, guck mal, der junge Mann, ich komme gerne zu euch. Aber du, wie heißt du? Erik, hallo Erik, ich bin Steven. Das ist Tom, großartiger Schauspieler und Musiker. Erik, du bist 10? Ja. Ja, zu jung, 6 Jahre zu jung. Dann muss ich das Ticket wohl nehmen. Achso, du willst ein Trikot. Welcher Verein ist das denn? Levi. Guck mal hier, dann kriegst du das. Viel Spaß. So, Tom, lass uns einmal ganz kurz überschauen, gleich sofort. Tom, schön dich hier zu sehen. Man wird so erschlagen von der Geräuschkulisse, es macht aber so einen Bock. Ich kann nichts verstehen, aber es ist schön hier, ja? Tom, heute Abend Bad Boys, ja. Ride or Die. Wenn man sich mal anguckt, wir haben schon häufig drüber gesprochen, diese Filme gibt es seit 1995, ne? Also fast 30 Jahre. Was macht den... War ich ja noch gar nicht auf der Welt. Ja, genau, ich auch nicht. War noch nicht mal ein Funkeln im Auge meines Vaters. Aber was macht diese Filme so erfolgreich? Vor allen Dingen, warum lieben alle diese beiden Figuren? Ach, ich glaube, die haben sich halt auch stetig weiterentwickelt. Ton weg. Jetzt sind wir wieder da. Das kenne ich. Das ist immer so, wenn ich spreche, dann ist zufällig der Ton weg. Ja. Auf Konzerten ist das richtig, ja, doof. Immer so. Nee, ich glaube, man guckt denen halt einfach gerne zu. Das ist ein gutes Couple, die ergänzen sich gut. Und ja, das macht einfach Spaß. Das wird nie alt. Das kommt nie aus der Mode. Wenn du dir mal die Karriere anguckst, vor allen Dingen auch von Will Smith, ist es ja bewundernswert, dass er es schafft, auf mehreren Hochzeiten zur selben Zeit zu tanzen. Ne? Also das machst du ja auch. Du bist Schauspieler, bist Musiker auf beiden, sag ich mal, Ebenen sehr erfolgreich. Braucht man das vielleicht auch manchmal als Ventil, dass man sozusagen abschalten kann von Dreharbeiten und dann Musik macht, weil man da viel persönlicher vielleicht auch an Dinge rangeht? Ist das für dich so eine Art, keine Ahnung, Ventil oder Möglichkeit, sich zu entspannen? Ich für mich brauch's, ja, weil ich halt beruhigt euch. Weil ich halt gerade bei wenn ich als Musiker auf die Bühne gehe, mein eigenes Drehbuch schreiben kann quasi, mich selber verwirklichen kann mit dem, was ich möchte, anders als bei der Schauspielerei, wo ich natürlich in viele verschiedene Rollen schlüpfe. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe dich super, insofern ist alles gut. Tom, ich entlasse dich mal aus dieser wunderbaren Hölle der Glückseligkeit und wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, ich geh jetzt mal zu Will. Viel Spaß. Ja, mach mal. Tschüss. Danke dir, Tom. Gut, ich gehe noch einmal rein. Ihr wollt auch Tickets. Ihr drei wollt Tickets. Die drei waren sehr laut. Okay, ihr wart sehr laut. Wie alt bist du? 16. Du? 17. Ich werde 19. Ah, okay. Gut, also kann ich euch drei Tickets geben, ohne dass ihr da Probleme kriegt?
So, drei Tickets für euch, geht rein ins Kino. So, und jetzt müssen wir einmal noch hier in diese Runde. Ja, okay, du bist so engagiert. Hallo, wie heißt du? Debbie. Debbie, warum sollte ich dir Tickets geben? Was soll ich? Nochmal? In Englisch oder in German? Deutsch. Auf Deutsch. Warum möchtest du ein Ticket haben? Ich liebe Kino gehen. Immer, immer, immer. Okay, gut. Und mit wem bist du da? Mit meiner Frau. Mit deiner Frau? Okay, zwei Tickets braucht ihr? Okay, wunderbar. Dann kriegt ihr zwei Tickets. So, viel Spaß. Und wir müssen jetzt noch einmal ein bisschen zurückgehen und ein bisschen singen. So, und ich glaube, dass wir noch Tickets haben. Wir haben auch noch das ein oder andere Trikot. Und ihr seht das ja im Livestream. Vielen lieben Dank. Toll, dass ihr das unterstützt und vor allen Dingen so mitfiebert. Und hier im Hintergrund sind Will und Martin und unterschreiben gerade Autogramme. Guck mal, hier ist nämlich ganz ruhig, weil alle auf sich aufmerksam machen wollen und natürlich sollen. Guck mal, jetzt bin ich ja doppelt zu sehen mit Drohne im Hintergrund. So, wir hoffen natürlich, dass wir die Tickets noch weiter verteilen können. Adil und Bilal auch. Und ihr könnt jetzt hier in der Ecke mal richtig Stimmung machen, auch wenn ihr noch keine Tickets gekriegt habt. Aber Martin und Will kommen so langsam, aber sicher zu euch. Es gibt Fotos. Ich gebe euch Tickets, aber nur, wenn ihr richtig Stimmung macht. Okay, mit wem bist du da? Drei brauchst du. Okay, ich brauche noch mehr. Du brauchst eins. Wie viel? Drei brauchst du auch. So, warte mal, komm her. Ich habe hier nochmal drei für dich. Gut, richtig Stimmung. Da, guck mal, da kommen sie. Das Will. Ihr seid zu zweit. Okay, ich habe nochmal zwei Tickets für euch. Aber richtig Stimmung, Mann. Auch zu zweit. Gut, guck mal, das geht ja weg wie warme Semmeln. It's crazy, it's crazy. Hallo. Nein, nein, er kommt doch hier. Er ist doch da an der Seite. Er kommt direkt zu euch. Will Smith, ein großartiger Schauspieler und vor allen Dingen einer, der seine Fans liebt und auch ganz genau weiß, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. Er macht Fotos, er schreibt Autogramme. Adil, this is crazy. This is just good. This is exactly what we expected it to be. I mean, you know, just in comparison to all the premieres that you've been to and you've been traveling around the world, next stop is, I think, the U.S. You're going to go there on Wednesday or Thursday. Adil, this is really cool. Man, this is like the World Cup, bro. It's really, it's amazing, you know. It's mondial, mondial. Mondial. Adil, I have a great idea. You know what? For the Bad Boys number 5, you could send them traveling from Miami to Berlin. I think that the next Bad Boys needs to be like Mission Impossible. It goes to Berlin, goes to Dubai, goes to Belgium, you know, all the places. That's what we want to hear. Adil, thank you so much for being here. Enjoy it, enjoy it. Also, Adil, immer noch sehr fröhlich und vor allen Dingen sehr happy. Okay, gut. Wir haben noch Tickets. Gut. Sie ist 13 Jahre alt. Kriegen wir ein Trikot? Sie darf den noch nicht. Sie ist 13 Jahre alt. Achso, du darfst noch nicht rein. Ja, hast du das angerufen? Achso, genau. Ich wollte zu dir zurück. Warte, warte. Pass ein bisschen auf, bitte, auf die junge Dame. Auskommen ist Treffpunkt im McDonald's. Sobald wir hier gehen, muss so, das heißt, ich gebe dir jetzt ein Ticket. Du gibst deine Tochter ab bei deinen Freunden. Ja. Versprichst du mir das? Ja, nee, ich glaube dir das. Also, so ein Ticket kriegst du. Du gehst jetzt mit deiner Tochter direkt zu deinen Freunden. Gut, viel Spaß. Pass auf dich auf. Alles Liebe. Schön, dass du da bist. So, jetzt kommen wir zu euch. Wir wollen ein Trikot. Nur ein Trikot. Nur ein Trikot. Das haben wir noch. In dieser Farbe haben wir das noch. Bad Boys hier. So, du bist hier der Chef aus der Runde. Wie heißt du? Nee, du darfst mein Mikrofon nicht anfassen. Farid, Abdul. Abdul. Abdul, mit wem bist du da? Ich bin mit meinem Bruder hier und ein paar Freunden. Okay, also wie viele Tickets brauchst du? 27? Wir brauchen 4 Tickets. 4 brauchst du? Okay, 4 Tickets. Aber Abdul, so gut wie die Stimmung hier draußen gemacht hast, machst du auch gleich bitte im Kino Stimmung, ja? Okay, cool. Abdul, 4 Tickets für dich und deine Jungs. Viel Spaß. Immer noch. Unsere beiden Brüder, unsere beiden Bros. 2 Tickets für die Bros. Super. Ja, seid mir nicht böse. Von wem ist die Unterschrift? Martin Schmidt. Ach so, okay. Hier, gut. Wunderbar.
Martin Schmidt hat er unterschrieben. Martin. Nee, Martin Lawrence meinst du? Ja, okay, genau. Achso, okay. Achso, hier, das ist hier Bilal. Ah, super. Cool. Wunderbar. Das ist dein. Da sind aber noch seine Frauen. Ja. Okay. 40 Jahre Fan. 40 Jahre. Seit 40 Jahren bist du Fan. Wunderbar. Gut. Ein Ticket bitte. Okay, ein Ticket kriegst du. Viel Spaß. So. Da hinten. Du, mit wie vielen bist du da? Mit deiner Tochter. Wie alt ist deine Tochter? Du bist 16. Wann hast du Geburtstag? 27. Februar. Geburtsjahr? Okay, Prüfung bestanden. Ich wollte nur checken, nicht, dass ihr... Also zwei Tickets. Ja, warte, ich gebe diesmal durch. Es tut mir leid. Ich würde euch immer gerne Tickets geben. Ihr wollt auch zwei Tickets haben. Ihr beide. So, nochmal zwei Tickets. Okay, so, zwei Tickets hier nochmal. So, aus der zweiten Reihe. Hallo. Guck mal, du bist hochgehoben von deinem Papa. Du warst vier Tickets. Aber für wen denn? Aber nicht für deine Tochter. Nee, aber warte mal, ganz, ihr müsst einmal kurz leise sein. Ich will einmal verstehen. Four tickets. Okay, where are you from? England. But the movie is in German. It's not as much fun, you know? But, you know, you can see it. You can see it on the big screen in England coming up next week, Wednesday, 5th of June. Thank you for being here. Zwei Tickets. Ich weiß nicht, wie viele Freundschaften heute Abend hier schon auseinandergebrochen sind, weil jemand sagt, ich brauche nur zwei Tickets. So, warte, zwei Tickets geht du. Ihr wollt auch zwei Tickets? So, wir kriegen, glaube ich, noch ein paar Tickets, weil es fängt auch gleich an zu regnen. Wie alt bist du? Ich bin 15. 15, aber dann darfst du ja gar nicht in den Film rein. Ich bin 16. Ja, aber meine Freundin und mein Vater sind dort drin, die sind 16. Dein Vater ist hoffentlich älter als 16. Mein Vater ist älter als 16 und der ist mit zwei Freunden dort. Bitte. Dein Vater ist mit zwei Freunden da. Ja, bitte. Ich brauche den. Nee, aber guck mal, ja. Ich würde dir total gerne ein Ticket geben, aber du bist 15, der Film ist ja, ab 16. Ich gehe nicht mit rein. Aber wo ist denn dein Vater? Nicht, ja, aber wie heißt denn dein Vater? Zacharia. Zacharia, wo bist du? Ja, aber dann hol mal Zacharia hier in die Nähe. Dann gebe ich ihm die Tickets. Ich schwöre, ich zeige dann auch meinem Vater, dass er hier hinkommt. Bitte, bitte. Ja, okay, aber wie viele Tickets willst du jetzt haben für Zacharia? Nur drei, bitte. Aber für Zacharia und wen? Zwei Freunde von ihm. Bitte. Ja? Ja, bitte. Ja? Du trickst mich nicht aus, ne? Ich trick sie nicht aus. Cool. Aber dann gehst du zu deinem Papa und was machst du dann, wenn dein Vater ins Kino geht? Ich gehe nach Hause. Also du wohnst in Berlin? Ja. Und dann sagst du, dann kriegst du vielleicht, wann hast du Geburtstag? Ich habe erst 5.7. Geburtstag. 5.7. Dann wirst du 16. Ja. Ja, das ist ja cool. Dann kannst du ja deinem Papa sagen, du gibst ihm jetzt ein Geschenk und dafür kriegst du an deinem Geburtstag ein richtig cooles Geschenk. Ja. Okay, danke schön. Wie heißt du? Yeah. Viel Spaß, mein Lieber. Also drei Tickets. Geh nach hinten. Geh zu deinem Papa. Geh zu deinem Papa, ja? Oh. Nein, ich habe keine Tickets mehr. Ich gehe jetzt hier rüber. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Die Lara. Die Lara. Die Lara, wie alt bist du? Ich bin 13. Ach, die Lara. Ich würde dir total gerne ein Ticket geben, aber mit 13 kannst du in den Film noch nicht reingehen. Auch nicht mit Begleitung. Geht nicht. Es tut mir leid. Machen. Du darfst ein Foto mit mir machen. Wenn dir das hilft, ja. Du willst rein? Achso, guck mal. Ja, du kommst aus Köln. Und was machst du hier? Urlaub. Urlaub? Und bist per Zufall hier? Mit wem bist du da? Du bist ganz alleine. Okay, wir haben so einen... Ein Ticket. Du bist alleine da? Ich bin mit meiner Freundin von mir. Achso, okay, ihr beide wollt ein Ticket. Warte mal, dann gehen wir... Wie heißt du aus... Du kommst aus Köln und wie heißt du? Noah. Noah, ich gebe dir noch ein zweites Ticket. Also zwei Tickets kriegst du. Und du musst dann gucken, wen du mitnimmst. So. Ja? So. Leute, ich hab. Letzte Ticket. Das ist das allerletzte Ticket. So. Wartet kurz.
Warte kurz, warte, warte, warte. Einmal ganz kurz leise, ganz kurz leise. Gut. Wer ist bereit, sich von seinem Freund oder seiner Freundin für das Ticket zu trennen? Nein, das war ein Witz, das war ein Witz, das müsste. Wer ist denn alleine da? Also wirklich alleine. Wer ist wirklich alleine? Du bist wirklich alleine da? Wirklich? Gut. So. Ich danke euch, es tut mir wirklich leid. Ich hätte euch gerne noch mehr Tickets gegeben, aber das war es jetzt mit den Tickets, die wir haben. Es gibt vielleicht, ich guck mal, ob es noch Trikots, wir gucken gleich mal, gibt es auch nicht mehr. Es tut mir total leid. Ey, vielen Dank, dass ihr so tolle Stimmung gemacht habt. Aber wir haben ein kleines Goodie für euch. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so toll, wie in den Film reinzugehen, aber wir zeigen euch gleich die Bühnenpräsentation mit Martin und mit Will und mit Adil und Bilal auf der Bühne. Das könnt ihr hier nochmal live sehen. Ein Bild, ja. Also denkt dran, ab dem 5. Juni gibt es diesen Film Bad Boys Ride or Die im Kino zu sehen. Erzählt es gerne weiter und kommt gerne dazu. So, und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die auf Twitch jetzt live zugeschaut haben. Ich danke euch auch für die eingesendeten Fragen. Das war jetzt keine böse Absicht, dass ich Will und Martin das nicht gefragt habe, aber ihr habt es ja gesehen, hier war extrem viel Action. Danke, Schlorox, danke auch an die schönen Hartmuts, dass ihr dabei gewesen seid, das ganze Projekt zu unterstützen habt. Denkt dran, ab dem 5. Juni gibt es Bad Boys Ride or Die im Kino zu sehen. Bleibt gesund und munter. Also danke an euch live auf Twitch und für alle, die jetzt schon im Kino sitzen. Es hat nicht geregnet, es sieht aber so aus, als wenn es gleich gewittern wird. Ihr habt es da warm und muckelig und wir sehen uns dann für die Bühnenpräsentation auf jeden Fall im großen Saal des Zoopalastes. Und nochmal vielen herzlichen Dank an alle Fans, die so lange ausgeharrt haben und vor allen Dingen so tolle Stimmung gemacht haben. Ihr seid das Herz einer solchen Veranstaltung. Ganz toll habt ihr es gemacht. Riesenapplaus für euch nochmal. Tut mir leid, dass ich nicht an jeden ein Ticket geben konnte. Aber ihr macht das immer wieder echt beeindruckend. Also erstmal tschüss und bis gleich. Thank you.
Vielen lieben Dank. Ihr seid spitze. Herzlich willkommen nochmal ganz offiziell zur Europapremiere von Bad Boys Ride or Die. Wow, das ist hell hier. Das ist sehr hell. Ich hoffe, euch geht's gut. Die Stimmung draußen am Teppich war mega, aber ich weiß, dass ihr das Ganze gleich noch übertreffen werdet. Ihr macht hier richtig Alarm. Ihr könnt natürlich gerne singen, ihr könnt pfeifen, klatschen. Alles, was ihr wollt. Denn vor allen Dingen gehört ihr zu einer ganz exklusiven Runde an Menschen, die weltweit diesen Film wirklich zum ersten Mal genießen dürfen. Offizieller Kinostart nächsten Mittwoch, 5. Juni. Und bevor ich gleich unsere internationalen Superstar-Gäste hier auf der Bühne begrüße, möchte ich euch jetzt gerne euren Gastgeber vorstellen, den ihr selbstverständlich ebenfalls mit einem großen Applaus hier auf der Bühne begrüßt. Sagt Hallo zum Managing Director von Sony Pictures Entertainment, Benjamin Bach. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo, willkommen. Ja, lieber Steven, auch erstmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen im Namen von Sony Pictures zu dieser Europapremiere von Bad Boys Ride or Die. Yeah! Und Steven, du warst ja jetzt mit den Bad Boys schon ein bisschen draußen. Wie sind die denn drauf? So, sind die gut drauf? Ja, sensationell. Ich durfte heute Mittag schon ein Interview mit den beiden machen. Die sind sehr gut drauf. Aber von Will Smith und Martin Lawrence kenne ich nichts anderes. Genauso wie auch von den Regisseuren. Also echt top, dass die hergekommen sind. Richtig schön. Ich muss ja sagen, also Will nimmt ja seine Rolle auch sehr ernst. Und alle seine Fans sehr ernst. Und deswegen hat es ja ein bisschen länger gedauert. Deswegen würde ich sagen, erstmal einen großen Applaus an Steven, wie lange der die Stange da draußen gehalten hat. Und uns mit interessanten News und Fakten über die Filme auch versorgt hat. Aber lieber Steven, bevor wir anfangen, möchte ich mich erst bei ein paar Leuten bedanken, die es diesen Abend überhaupt erst möglich gemacht haben. Das ist unsere Sponsoren Porsche und ProSieben. Vielen herzlichen Dank an euch. Ohne euch wären wir nicht hier. Dann möchte ich mich natürlich bei meinem Team bedanken, die diese wahnsinnig tollen Abend hier überhaupt erst möglich gemacht haben. Natürlich Sonja, Annabel, Christine und das gesamte Team. Das Team von Chest of Wonders, Marian und Brigitte. Und natürlich eine Person darf ich nicht vergessen, die immer die Fäden überall zusammenhält bei jeder Premiere und ohne die wir auch nicht hier wären. Und das ist Melanie Schmidt. Vielen, vielen Dank. And now, Steven, how about we get some stars on the stage? Let's do it. All right. So, please welcome to the stage the directors of Bad Boys Ride or Die, Adil and Bilal. Woo! Guten Abend, Berlin. Guten Abend, Deutschland. Alles gut mit euch? Haha. Good to see you. Welcome to the stage. Danke. And now, I think without any further ado, it is my absolute utmost privilege to introduce you to the Bad Boys, the amazing Martin Lawrence and the one and only Will Smith. Yeah. Woo! Here we go. Come, Berlin, hey! Bisschen mehr Stimmung. Martin Lawrence, Will Smith. Hey! 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 What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Bad boys. Oh, what's up, Steven? What you gonna you do look very, when you they... Look very... Yeah. Oh.
We are very, very excited to be here. Honored. It's an honor and a privilege. Yes. This is a beautiful cinema. Wow, this is like, this is fantastic. Yeah, this is a... Yes. Sehr nett, sehr nett. Yeah. Thank you, Stephen. You've been taking care of us for a lot of years, and you always make us feel very special. Thank you so much. Thank you very much. We want to thank all of you. We want to thank everybody at Sony. It's been 30 years since the first movie. So to stand up here, you know, we were in our 20s. In our 20s with one muscle. We had barely one muscle between us in the first movie. this opportunity to be here to present this film here, the Bad Boys 3 in 2020, we came and presented. It was the last film before COVID hit. So Bad Boys was like literally the last film of the year before COVID. So we are excited to be back with Bad Boys, people coming back into the cinemas. And we believe that this is a film that is like a rock concert in a movie theater. So, yeah. And that's definitely understating it. It's an amazing movie, and they're gonna love it and enjoy it. Love it. Yeah. Martin and Will, you just mentioned that it's been three decades almost that the two of you have been, you know, getting down on Bad Boys and having a great time. Martin, through all that time, because the two of you are great friends, you've known each other for such a long time, and you can see it and sense it on the big screen. Yeah. Is there one character trait, Martin, that really gets on your nerves? That Will has. That Will has? I can't think of one, really. Because he's the truth. Yeah. I mean, he's so professional. He comes prepared. And he's kind to everybody. I can't think of one, and I won't. Yeah. Good. Will. Yeah. You probably have the same thing to say about Martin. Yeah. Now, let me tell you. This guy right here is one of the most honest humans I have ever met. You know, and he will. You guys gonna make me cry. You know, I wouldn't even have been in Bad Boys. Martin had the script first. In the first movie, Martin had Bad Boys, and his sister Ray, who is here, was the person who told Martin that he should do it with me. And Martin called me and brought me into Bad Boys. And it was one of the best decisions that I made. Yes. And you can see it and you can feel it. I mean, the passion that the two of you have for the script and for the movie and especially for the characters is really amazing. Adil and Bilal, I mean, this is the second outing that you basically have with the Bad Boys. And it was a dream come true to do the third one. What is this now? And especially, how did you approach this particular movie? Well, we try to push it to the next level, you know, really to go faster, higher, stronger, crazier in the comedy, in the action. You're gonna see some crazy shots that you've never seen before in Hollywood history. Yeah. So, and this is family, you know, we love them, you know, wir lieben euch, you know. Those are our brothers for life. Our brothers, Brüder für das Leben. Yes. Thank you. Four Bad Boys. There's four Bad Boys up here. Four. Yes. As a quick appetizer, Will and Martin, tell us a little bit about the characters, especially your character goes through a lot of changes, Martin. Yes, Can you give us a little sort of sneak peek? I have kind of like a midlife. It's more like a spiritual awakening. Oh, yeah. A spiritual awakening. And then I think I can't be touched. Yeah. You know, so it's, Martin's character has... Without giving it away. Yeah. Well, they about to see it anyway. We can give it away. Martin's character has an experience in the beginning of the movie that really sets the movie off, and it's a spiritual awakening. And for me, it's so much fun to be able to put those kind of ideas in an action movie, you know? So it's a fun romp of an action movie, but there's some really cool
you know, ideas about, you know, spirituality and friendship and all of that, all taken in the space of comedy and action. So we're not going to talk about it because they got it right here. The movie's right here. It's behind so these curtains. Behind this curtain. So we should just let them see it. With you want to let them see it? Do. With ideas no further live. Ado. Will yeah. Check it. Thank Germany, so we love you. It's an amazing movie. Thank you so much ladies for coming back to Berlin. You. See you again for Bad Boys. Boys, 5, 6, 7, 8, 9. That boy, thank you. Ride or die. Germany. Ride or die. Thank you. Riesen großen Applaus bitte nochmal für unsere Gäste. Will Smith, Martin Lawrence, Adil und Bilal. Thank you. Thank you so much for coming out to Berlin schön, once again. Danke schön. Danke schön und tschüss. Ja, ey, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Kannst du das den Kinostart auf Deutsch sagen? Die Kino startet auf Deutsch. Ja, am 5. Juni startet Bad Boys Ride or Die im Kino. Am 5. Juni startet Bad Boys Ride or Die im Kino. Am 5. Juni startet Bad Boys Ride or Die im Kino oder am Kino? Im Kino. Im Kino. Thank okay, you so im much. Kino. Ja, yeah, tschüss. Auf Wiedersehen. Danke. Danke. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Noch eine kleine Sache. Bitte packt jetzt eure Mobiltelefone weg. Und dreht auf keinen Fall mit. Wir haben hier ein paar Bad Boys von der Security an der Seite stehen. Die gucken sich das ganz genau an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Kinoabend. Bis zum nächsten Mal und danke für eure Unterstützung. Tschüss!